Ein weiteres sehr interessantes Produkt in meinen Augen, der Firma Niebling, ist neben dem Custom Set auch das VarioFlex Set. Das VarioFlex Set arbeitet anstelle mit einem starren Reinigungsstab, auch wenn er geteilt ist, mit einem flexiblen Stab aus einem kunststoffummantelten Drahtseil. Viele von euch kennen das von anderen Produkten, die auch auf dem Markt sind. Hier ist es aber tatsächlich in einer kompakten Tasche wie das Premium-Set. Es ist dieselbe Molletasche, die mit dabei ist und den dazugehörenden Bürsten. Sehr interessant sind diese Zugsysteme, gerade bei Waffen, wo ich vielleicht nicht unbedingt immer den Verschluss komplett rauskriege, wie zum Beispiel einem Unterhebelrepetierer. Woraus besteht dieses Set? So, das VarioFlex-Set ist ein elfteiliges Set, besteht, wie bereits erwähnt, aus der kompakten Molletasche, die gleiche Tasche wie auch im Premium-Set. Dann haben wir dabei in diesem Set einmal eine Ölbürste, eine Messingbürste, ein Wollwischer. Wir haben mit dabei ein Patchhalter, ein Universalpinsel, um halt leichte Verschmutzungen zu entfernen. Wir haben die Universalbürste mit drin, eine Seite mit Messingborsten, andere Seite mit Kunststoffborsten. Dann natürlich das Niebling Reinigungsfluid Pulpo. Dann haben wir Baumwollreinigungspatche. Die Patche von Niebling sind tatsächlich reine Baumwolle, gibt es in unterschiedlichen Größen. Und dann haben wir den eigentlichen Grund, warum das Ding VarioFlex genannt wird, nämlich den flexiblen Reinigungsstab. Dieses Drahtseil oder diesen flexiblen Stab gibt es in unterschiedlichen Längen, einmal in 90 und einmal in 110 cm. Hier ist es halt einfach so, man schraubt letzten Endes den Griff auf das Zugseil und zieht es dann letzten Endes in Schussrichtung durch den Lauf. Wie bereits in dem Set für das Custom Set Video erwähnt, sind die Gewinde bei den Niebling-Produkten immer gleich. Das heißt, ich brauche auch hier nicht mit irgendwelchen Adaptern rumzuhantieren. Das heißt im Klartext, ich kann also hingehen und nehme jetzt einfach mal spaßeshalber die Nylonbürste, Ölbürste, reine mit, führe jetzt letzten Endes quasi diese Seite von der Patronenkammer aus durch den Lauf durch, schraube dann unten den T-Griff wieder dran und kann dann in Schussrichtung das Seil mit der Bürste durch den Lauf ziehen. Ist eine sehr praktische Sache für die flotte Reinigung oder wie gesagt für Waffen, bei denen man nicht unbedingt immer und jedes Mal das Verschlusssystem zerlegen möchte, um eine Waffe zu reinigen. Dieses Set, wie es hier liegt, liegt preislich bei brutto in etwa 55 Euro, was ein absolut vernünftiger Preis ist, wenn man berücksichtigt, was letzten Endes hier tatsächlich alles mit drin ist. Ich kann dieses Set auch beliebig zusammenstellen, wenn ich möchte. Ich poste euch unten in der Videodescription einfach mal eine Zusammenstellung, wie ich es mir mal so vorstellen würde, wenn ich zum Beispiel ein Set hätte, individuell zusammengestellt für Kaliber 22 und Büchsenkaliber Punkt 30. Und dann liege ich mit allem dem, was ich dort zusammengestellt habe, bei einem Endpreis von roundabout 75 Euro. Und das macht es wiederum interessant. Ich kann also hingehen und kaufe mir, weil ich erstmal nur eine 22er Büchse habe, dieses Set im Kaliber 22. So, kostet mich brutto 55 Euro. So, jetzt habe ich mir irgendwann mal auf Gelb noch einen Unterhebler gekauft, Kaliber 30-30. Dann brauche ich wieder die 30er Bürsten. Anstatt ein komplett neues Set zu kaufen, kaufe ich mir einfach nur die entsprechend passenden Bürsten dazu und ich kann dieses Set beliebig erweitern. Sollte irgendwann mal diese Tasche für dieses Set tatsächlich zu klein sein, kann ich mir auch die Custom-Tasche, diese große aus dem Custom-Set, einzeln nachbestellen. Ihr seht also, es ist eine sehr, sehr große Flexibilität, die diese Produkte in meinen Augen interessant machen. Hier das VarioFlex-Set von Niebling, kosten 55 Euro roundabout brutto. Könnt ihr in der Shooters Corner in Butzbach bestellen. Links poste ich euch unten. Solltet ihr Produkte beim Shooters Corner nicht auf Anhieb finden, schickt denen einfach eine Mail und fragt, ob die es für euch bestellen können. Aber ich gucke immer, dass die Produkte, die ich euch vorstelle, dort auch direkt per Klick bestellt werden können. In diesem Sinn, macht's gut!